Hallo ihr Lieben, happy Montag, herzlich willkommen, Episode Nummer 3, sub 2 Stunden. Liebe Grüße aus Dubrovnik. Happy Dienstag, ihr Lieben. Guten Morgen. 8 Uhr. Ein bisschen Frühsport zumindest. Ein bisschen Schwimmen, das geht mit dem Rücken. Der ist deutlich besser als letzte Woche. Oder beziehungsweise als am Wochenende. Aber noch nicht 100%. Das heißt, Laufen. Ich habe das auch bei der einen Übung, bei dem Heben gemerkt, dass es noch ganz schön zieht im unteren Rücken. Also da bin ich vorsichtig. Aber Schwimmen geht immer. Wir gehen jetzt frühstücken. Und dann die Mädels im Pool. Dann gehen wir erst mit einer Freundin hier, die im Hotel arbeitet. Und dann machen wir uns mit den Kindern einen richtig gemütlichen Resttag. So ihr Lieben, wir waren jetzt richtig lecker essen mit einer lieben Freundin, die hier im Rixos auch arbeitet und ihrer Tochter. Unten am Hafen, da gehen nur Einheimische hin, war richtig schön, richtig, richtig schön. Und jetzt kommt für mich der Horror. Da oben ist ein Berg und auf dem Berg gibt es eine Festung und da kommt man mit einer Gondel hoch. Und ich habe massive Höhenangst und ich hasse Gondelfahren. Das ist ungefähr so wie Stabi-Training, aber ich musste jetzt hoch. Also ich hoffe, wir sehen uns hier wieder. Panik, Höhenangst. So, ich habe es überlebt. Jetzt sind wir wieder unten in der Stadt. Es ist ganz schön windig jetzt hier. Wetter wechselt auch. Morgen soll es nicht mehr ganz so dolle werden. Ja, Rücken. Ich denke mal, ich bin jetzt so 50-50. Ich würde gerne noch eine Runde laufen hier, weil es einfach schön ist, aber ich weiß noch nicht, ob ich es hinkriege. Erzählen werde ich auf jeden Fall noch was die Tage über zwei andere Eckpfeiler. Letzte Woche habe ich ja gesagt Ernährung und Laufvolumen und die Woche wollte ich euch noch was erzählen. So ja, zum Thema Körperzusammensetzung sozusagen, geht ja in die Ernährung mit rein. Und das andere Thema ist Tempotraining. Das ist ja bei mir so ein Problemthema. Sozusagen. Aber jetzt sind wir erstmal hier in Dubrovnik, genießen das Ganze. Die Familie sitzt links von mir und lacht mich gerade aus, weil ich in die Kamera rede. Müssen sich aber dran gewöhnen. Alles für den Verein. Also happy, muss ich selbst überlegen, happy Dienstag, ihr Lieben, aus Dubrovnik. Übrigens, Dubrovnik ist unfassbar schön. Wenn ihr also mal, weiß ich nicht, 3-4 Tage habt, macht das mal. Oh.
Guten Morgen, ihr Lieben. Es ist Donnerstag, es ist kurz nach 8. Heute geht es wieder nach Hause. Wir frühstücken jetzt hier erstmal ganz, ganz gemütlich. Ich arbeite ja nicht für das Hotel. Von daher darf ich sagen, Rixos Premium Dubrovnik, ein absoluter Traum. Ein wunderschönes Hotel, toll gelegen, super netter Service für die Kinder, toll, riesen Wellnesslandschaft, Pool, Terrasse direkt am Meer zum Reinhüpfen. Das haben wir auch alles ausgiebig genutzt. Dubrovnik, die Altstadt, ist nur 10 Minuten zu Fuß entfernt. Wunderschöne Altstadt. Gestern Mittwoch hatte ich die Kamera mal nicht dabei. Warum? Weil gestern war Wellness angesagt. Sauna, Hammam, Dampfbad, Warmbecken, Kaltbecken, Eisgrotte und so weiter und so fort. Alles genutzt, im Pool gewesen mit den Kindern, dann mittags kurz essen in der Altstadt, dann wieder im Pool. Die Kinder hatten gestern noch eine Behandlung. Es war richtig schön, hat auch dem Rücken gut getan, auch so ein bisschen der Beinkette, so das mit Eis einzuschmieren und so weiter. Also es war ein richtig, richtig schöner Kurzurlaub. Wie gesagt, heute geht's nach Hause und da bin ich auch sehr sicher, dass ich in den nächsten Tagen endlich wieder die Laufschuhe schnüre und euch noch ein bisschen was zu erzählen habe über die nächsten beiden Eckpfeiler meiner Vorbereitung. Happy Donnerstag, ihr Lieben, aus noch Dubrovnik. Happy Sonntag, ihr Lieben. Guten Morgen. Ja, es ist Sonntag. Keine Ahnung, Uhren umgestellt. 11.36 Uhr. Ich hoffe, die Uhr hat sich überhaupt umgestellt. Ich habe gar nicht drauf geachtet, aber müsste passen. Ja, gerade läuft der Frankfurt-Marathon. Habe ich ein bisschen geguckt. Aber ja, jetzt will ich tatsächlich so ein bisschen die ersten Meter mal laufen gehen. Der Rücken ist noch nicht so, wie ich ihn gerne haben möchte. Deshalb also auch nur ein kurzes Stück mal so ein bisschen probieren. Merk unten noch rechts Richtung Becken ist es noch ganz schön verhärtet. Aber ich wollte euch mal mit an die frische Luft nehmen und euch noch ein bisschen erzählen, denn ich wollte ja eigentlich erzählen über Körperzusammensetzung und Speed-Tempo-Training. Aber aus gegebenen Anlass verschiebe ich das, weil so richtig Training habe ich ja im Moment nicht gemacht. Und deshalb spontan auch inspiriert durch die WhatsApp-Gruppe, in der einige von euch sind, Geduld. Geduld lernen, vielleicht sogar. So, irgendwie braucht die Uhr ewig heute GPS zu finden, egal. Interessiert mich sowieso nicht, ich will ja nur ein bisschen rumtraben und euch ein bisschen was erzählen. Also los geht's. Alles matschig. Ja, wir sind gut gelandet aus Dubrovnik. Vermisse das Wetter. und dann muss ich sagen, das lange Sitzen, Flugzeug und so weiter, war vielleicht nicht so gut für den Rücken. Dann war es auf einmal wieder weniger gut. Donnerstagabend schon, Freitag auch. Da haben wir dann gar nichts gemacht, haben uns noch ein bisschen ausgeruht. Ich habe gearbeitet. Gestern Samstag war ich im Velodrom bei der UCI Track Champions League, heißt es, glaube ich. Bahnradrennen war ich eingeladen. Das war total schön, war ich mit einem Freund. Richtig tolle Veranstaltung, leider zu wenig Zuschauer, finde ich. Ja, und jetzt
gehe ich wirklich spontan laufen. Denn eigentlich habe ich gedacht, na, mit dem Rücken warte mal ein bisschen ab, aber jetzt hatte ich einfach Lust. Ich habe so ein bisschen den Chat verfolgt in unserer WhatsApp-Gruppe und da ist mir aufgefallen, ja, viele haben jetzt Saisonpause. Der eine oder andere vielleicht rennt heute noch Frankfurt, weiß ich nicht, und hat dann Saisonpause, ist oder war verletzt, so wie jetzt bei mir hier mit dem blöden Rücken. Und da ist Geduld gefragt. Geduld für mein Projekt, was ich jetzt vorhabe, hier sub 2 Stunden auf mehreren Ebenen wichtig. Jetzt hört es übrigens auf zu regnen. Ich versuche mal im Laufen weiterzureden. Auf mehreren Ebenen also Geduld. Erstens, das ganze Projekt geht 26, jetzt noch ungefähr 24 Wochen. Das heißt, ich muss nicht erwarten, dass ich von heute auf morgen auf dem Level bin, auf dem ich ja am Renntag, am 7. April sein will. Und da darf ich mich dann nicht selber unter Druck setzen oder meine Erwartungen so in die Höhe schrauben, dass ich jetzt gleich einen 45er Schnitt laufen muss zum Beispiel. Muss ich nicht. Also geduldig den Prozess durchleben, auf den Fortschritt warten und die Geduld aufbringen und die Gewissheit, dass sich Training auszahlt und das Ganze mit der Zeit auch kommen wird. Geduld aber auch, meinen Körper nicht zu überlasten. So wie jetzt, ich könnte natürlich und habe eigentlich auch Lust, jetzt hier, weiß ich nicht, 1 Kilometer lang zu laufen, Tempo zu laufen und. Auch da muss ich geduldig sein und mit meinem Körper ihm Zeit geben, sich auch an die Mehrbelastung anzupassen und so weiter. Und Geduld, ja, wenn man Saisonpause macht, dann sollte man sie auch richtig machen und sollte das geduldig angehen und die Pause auch vielleicht im Kopf als aktive Trainingsphase begreifen, nämlich als die Phase, die vielleicht am wichtigsten ist, nämlich seinem Körper Erholung geben, die Batterien wieder aufladen, damit der Körper überhaupt ja, dann in der Lage ist, die Vorbereitung auf das nächste Abenteuer durchzustehen. Also ich will sagen, Geduld, das habe ich gelernt, glaube ich, so ein bisschen besser in den letzten 52 Wochen. Ich laufe, weil ich kann und nicht, weil ich muss. Und das ist mein Credo. Ich kann gerade laufen. Ich mache alles in Maßen. Muss geduldig sein und am Ende mal gucken, wo mich der Weg hinführt. Einige haben mir geschrieben, sub 2 Stunden, sehr ambitioniert. Sehen mich eher, wenn es gut läuft, 2:10, 2:15. Und da habt ihr sicherlich auch recht. Aber warum soll ich es nicht versuchen? Wie gesagt, vom Mindset her bin ich ja da geduldig mit mir selber und halbwegs entspannt. Ich sehe das als Herausforderung und will einfach gucken, was passiert, ohne mich da selbst zu knechten im Kopf oder vom Körper. Und es macht gerade Riesenspaß, endlich mal wieder so ein bisschen zu laufen. Herrlich. Frage der Woche habe ich noch nicht gestellt. Wie geht ihr mit sowas um? Thema Geduld. Gebt ihr euch die Ruhe in der Saisonpause? Oder macht ihr mehr oder weniger eine aktive Saisonpause? Macht ihr Alternativtraining? Lasst ihr mir ein paar Wochen 5 Grad sein und macht gar nichts sportlich? Wie ist es, wenn ihr verletzt seid? Habt ihr die Geduld zu warten, bis der Zeitpunkt da ist, wieder anzufangen? Würde mich echt interessieren, was sind da eure eigenen Erfahrungen? Schön ehrlich sein, eure Antwort hier unten und das Video. Tausend Dank. Am Fuß übrigens endlich der neue New Balance 1080 V13. Läuft sich toll. Übrigens, es ist Herbst. Erste Mal seit April oder März
in Langlang unterwegs. Man muss auch erstmal wieder reinkommen, merke ich gerade. Ich habe, stelle ich gerade fest, meine Herzbrustgurt vergessen. Deshalb dachte ich gerade, was ist das für ein Puls? Kann ja nicht sein, so niedrig. Aber die Uhr ohne Brustgurt ist einfach viel zu ungenau. So, gleich geschafft. Dann wird geduscht. Kleinen Happen gegessen. Bisschen Reis oder so. Mal gucken. Dann geht's zu meinen Eltern. Dann machen wir uns gemütlichen Nachmittag. Heute Abend dann die Browns. Aber das war auch lang. So, was war das? Kleine Runde, aber hat Spaß gemacht. Rücken, super. Minimal merke ich es, aber nichts Tolles. Nächste Woche schaltet ihr hoffentlich wieder ein. Da gehe ich mal zum Orthopäden, zum Christopher mal wieder nach langer Zeit. Der soll sich einfach mal mein Knie angucken, das linke. Ob das wirklich alles aus der Beinkette kommt oder ob da vielleicht doch am Knie was ist und er mir vielleicht auch ein MRT verschreiben kann. Wenn es jetzt in die Vorbereitung geht, möchte ich das abklären. Genauso wie eine Leistungsdiagnostik, die werde ich wahrscheinlich im Januar machen. Habe ich noch einen Gutschein seit ewigen Zeiten zu Hause rumliegen, den werde ich da mal einlösen. Bleib du gesund, wenn du jetzt Offseason hast, sei geduldig mit dir selber. Gönn dir die Zeit, entspann dich. Abonnier gerne den Kanal, einfach hier unten und die Glocke drücken, weißt du Bescheid. Wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder. Liebe Grüße aus Berlin, euer Schubertchen.